So, mal moin und hallo erstmal zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Chris Natural. Ich habe schon lange kein Kochvideo mehr gemacht und deshalb habe ich mir gedacht, komm, hol ich euch heute nochmal zum Kochen mit und es gibt bei mir heute Lasagne. Noch ein Disclaimer vorweg, bei mir gibt es keine 5-Sterne-Küche, nicht alles ist bei mir frisch, sondern es gibt auch was aus Südend. Also nicht wundern, ne? So, meine Damen und Herren, das sind heute meine Ingredienzen für meine Lasagne heute. Einmal hier das Öl zum Anbraten, Salz und Pfeffer, um das Hackfleisch zu würzen. Hier fertige Lasagne zum Aufrühren, Gouda leicht. Dann hier noch einmal Goldmais-Mix, Mexiko-Mix, dann schneide ich das noch hin und hier einmal die Lasagneblätter. Das wird heute alles bei mir in die Lasagne reinkommen. So, also gut, schaffe ich mir jetzt erstmal Platz hier. Von den Ingredienzen, die ich euch gerade gezeigt habe. So. Also gut, und das da kommt jetzt auch gerade mal noch auf die Seite. So. Weil man muss halt immer, wenn schnell gehen muss, alles top perfekt machen. Wenn ich im 5-Sterne-Restaurant bin, klar, da kann ich schon erwarten, dass 100%ig frisch gekocht wird. Aber für zu Hause muss es nicht immer sein. So. So, jetzt brauche ich noch etwas für das Hackfleisch, um das mit den Gewürzen und allem durcheinander zu machen. Das Hackfleisch, das muss heute verarbeitet werden, weil das heute abbrennt. Und PS, das heißt Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht ab sofort töten. Aber wer absolut sicher sein möchte, der kann natürlich auch dran riechen. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr euch noch sicher sein wollt, dass bei euch keine Lebewesen im Fleisch sind, wie zum Beispiel Würmer oder so, der kann zum Beispiel auch das Fleisch vorher in Wasser einlegen. Da muss das Fleisch komplett bedeckt sein. Wenn sich das Fleisch darin fortschritt und sich selbstständig bewegt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Würmer und KKG drin ist. So ein kleiner Tipp am Rande, weil dann die Würmer das Fleisch dann anfangen zu bewegen. So, gut, dann einmal mit Salz würzen und einmal mit Pfeffer würzen. Mal komm. Damit das Fleisch auch ein bisschen Geschmack hat. In der Zeit können wir schon mal ein bisschen Öl da drin machen. So. Und hepp. Gut. Und dort in der Pfanne können wir dann das Fleisch gleich gut anbraten. Ihr könnt es ruhig ziemlich hochstellen, damit das Fleisch auch nachher gut brutzelt. In der Zeit mache ich schon mal hier das Hackfleisch durcheinander, aber nicht so sehr zusammenkleben, sondern einfach nur durcheinander machen. Weil das wird ja später noch ohne die Soße drunter gemischt. So. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles noch so frisch kocht oder auch nicht mehr frisch kocht. Und ja, weil wir sind ja mittlerweile, wir gehören ja mittlerweile zu den Dingen an Fertiggerichten und Junkfood, alles schnell gegessen, weil heutzutage alles schnell, schnell, schnell gehen muss. So, während das anfängt anzutragen,
können wir uns dann gleich mal um die Soße kümmern. Klar, man kann die Soße für die Lasagne auch mit selbstgemachten Tomaten, Pressen, USB etc. machen, aber dazu braucht man die Küchengeräte zu Hause. So, dazu schneide ich gleich erstmal hier den Pilz ein bisschen auf. Der wird nämlich später unter die Soße drunter gemischt. Und natürlich nicht vergessen zu waschen. So, wie geht's euch eigentlich? Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Hoppala, und das hier. Und die Pilze im Cooker-G, die schneide ich halt da runter, damit es halt das so ein Stückchen Frische ergibt. Und natürlich kann man auch noch sowas wie eine Tomate oder eine halbe Tomate drunter schneiden, wenn man noch ein Stückchen Frische haben will, das geht auch. Ja. So, dafür habe ich hier so eine Fleischtomate. Die muss natürlich auch gewaschen werden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich liebe ja total den Geruch von Rispern-Tomaten. Oh, oder von Strauchtomaten. Wer zum Beispiel schon mal selbst Rispern oder Rispern-Tomaten selbst in Dingen anpflanzt, der wird den Geruch auch kennen von frischen Tomaten. Boah, das sind immer mega. So, Gudi. Hier die Lasagne muss mit 450 Milliliter auf 500 auf 400 Milliliter auf 200 Gramm mageres Hackfleisch gemacht werden. Und ja, das mache ich aber in einer separaten Topf, weil hier das Öl mit darin ist und ich will nicht so eine Menge Öl darin haben. Deshalb würde ich das separat hier schon mal im Topf machen. So, 450 mal 2 sind 800-900 Milliliter. So, dazu könnte der, für 900 Milliliter könnte der Topf ein bisschen zu klein werden, weil da noch andere Ingredienzen reinkommen. Jetzt wechselt er gerade mal den Topf. So. So, dann brauchen wir 1 Liter oder beziehungsweise 900. So. Ja, ist gerade gut, dass ich den Topf gewechselt habe. So, und das muss jetzt erstmal ein bisschen warm werden. Und ihr könnt für die Soße ruhig den Herd auf volle Bulle geben. Ne? Weil das Hackfleisch braucht ja auch eine Weile noch. Oder beziehungsweise ist ja schneller fertig als die Soße. So, und nicht vergessen, das Hackfleisch ab und zu mal zu wenden. Und das Hackfleisch, das muss halt gut durch sein. Ne? Gutes Stichwort ist dazu Salmonellose.
deshalb gut durchbraten. Es gibt natürlich auch Gerichte, die zum Beispiel mit frischem Hack zubereitet werden, wie zum Beispiel Hackbrötler, wo man dann zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, bisschen Zwiebeln zum Beispiel zubereitet. Aber da müsst ihr euch wirklich sicher sein, dass das Hackfleisch da von sehr guter Qualität zeugt und das Hackfleisch auch noch gut ist. Und das muss dann natürlich dann auch relativ schnell verzehrt werden. Also ein Hackbrötler kann ich euch zum Beispiel empfehlen, dann, wenn ihr zum Beispiel sowas mit Hackfleisch macht und ihr habt zum Beispiel noch rohen Hackfleisch übrig und ihr, dann könnt ihr das also zum Beispiel zum Abendbrot so machen, so wie ich das, euch das gerade erzählt habe, mit rohem Hack, Zwiebeln, Salz, Pfeffer und dann aus Brötle drauf schmieren. Das geht natürlich auch. Das mit dem Hackbrötle, das habe ich, glaube ich, zuletzt gegessen, als ich so in meiner Jugend, Anfang Erwachsenenalter. Aber warum ich das nie gegessen habe, weiß ich ehrlich gesagt nie. So. So, die Tomaten, die kann man natürlich auch noch kleiner schneiden, wenn man das möchte. Wenn man sagt, ja, für die Soße sind mir die Stilllandschaft zu groß, egal, kein Problem, einfach auf die gewünschte Größe zuschneiden. Ne? Und gerade selbstgemachte Lasagne ist gerade für Kochanfänger gerade perfekt, um in das Kochen irgendwie reinzukommen, weil das ist kein Hexenwerk, so wie ihr das gerade seht. Ja, also das bekommt jeder hin. Ja. Und ich schneide da halt noch Pilze und Goldmais halt noch rein, um da halt noch ein bisschen frischer halt drin zu bekommen. Aber Achtung, hier in dem Goldmais, das müsst ihr abtropfen lassen, weil da selbst noch Flüssigkeit drin ist. So, und deshalb steht hier ja auch ab der Gesamtgewicht 150, ab Topfgewicht 130 Gramm. Deshalb steht das dort auch dort dran. So, jetzt läuft mir noch die Brille hier an. Und die Lasagne, die kann man auch wunderbar vegetarisch machen. Ne? Mit viel Gemüse, gemischtes Gemüse. Also man braucht nicht unbedingt Hackfleisch, tut es hier. Deshalb für jeden Geschmack kann man das abwandeln. Man kann auch frisches Gemüse holen. Zum Beispiel Gemüselasagne mit Zucchini, Tomaten, Erbsen, alles Mögliche. Wie schon gesagt, ihr braucht auch nicht das vegane Hackfleisch. Das ist alles drin. Wie halt schon gesagt. Das könnt ihr nach eurem Geschmack und Belieben halt abwandeln. Und
So, das mache ich jetzt gerade mal hier in den großen Topf. Zahlt auch wegen dem Öl. Weil ich will nicht so viel Öl darin haben, in der Lasagne. Weil das macht sich später auch auf der Toilette dann bemerkbar, wenn ihr zu viel Öle oder Fette zu euch nehmt. Ja. Ah, da ist mal was neben dran gekullert. Und wie ja schon gesagt, falls ihr Vegetarier oder Veganer seid oder Fruktarier oder sonst eine von den modernen Ernährungsgewohnheiten habt, könnt ihr das auch gerne entsprechend euren Geschmäckern halt auch anpassen. Ne? Das ist alles überhaupt kein Problem heutzutage. Nur wenn ihr halt Vegetarier und Kugaki seid, ne? Dann müsst ihr halt auch ein bisschen darauf achten, dass ihr da auch die Nährstoffe, die im Fleisch enthalten sind und die der Körper auch braucht, euch das auch irgendwie anders dazu führt. Ne? Wie zum Beispiel, was im Fleisch sehr viel drin ist, ist zum Beispiel Vitamin B12 und das ist halt sehr viel in Pflanzen drin. Und aufgrund dessen, dass wir das Vitamin B12 aus den Pflanzen nicht mehr verarbeiten können, brauchen wir halt das Fleisch, weil die Tiere, die können das verarbeiten. Und deshalb muss man da dann auf Alternativen zurückgreifen, wie zum Beispiel Ernährungsergänzungen, USW etc. Aber da könnt ihr zum Beispiel auch zu einem Ernährungsberater zum Beispiel gehen. Der kann euch das zum Beispiel zeigen, erklären, USW etc. Was für Alternativen es da zum Beispiel wunderbar gibt. Ne? So, jetzt müssen wir das hier im Topf noch ein bisschen aufkochen. Opa. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja. Ich kann es jetzt nicht so halten. Ja. Aber so ungefähr sieht die Füllmasse später aus. Das müssen wir noch ein bisschen aufkochen lassen. Und das habe ich schon auf meinem Herd auf volle Bulle halt schon gestellt. Den Boden hiervon, wo ich das später füllen werde, das tue ich noch nicht mit Lasagneblätter auffüllen. Das hat den ganz einfachen Grund, damit die Lasagneblätter auch wunderbar die Flüssigkeit aufnehmen können. Deshalb zuerst eine Schicht von der Masse, die ich jetzt gerade am Aufkochen bin. Lasagneblätter, Masse, Lasagneblätter, Masse. Und ganz zum Schluss, wenn ihr die letzte Masse habt und ihr wollt da Käse drauf streuen, bitte keine Lasagneblätter mehr, sondern den Käse direkt auf die Masse machen, weil ansonsten die Lasagneblätter, die Flüssigkeit von der Masse nicht mehr aufnehmen kann. Das hat den ganz einfachen Grund. So. So, gut, dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen köcheln hier. Thank you.
cigarette, their tears and lipstick traces, an airline ticket, the romantic plane chance, and see my heart have wings. Are these foolish things remind me of you? I'm tickling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings of these foolish things remind me of you. You came, you sung. March makes my heart a dancer. A telephone that rings, but who is to answer? Oh, how they cost up the lanes. These foolish things remind me of you. So, goodie. So sieht ungefähr jetzt die fertige Masse aus, ne? Und das müssen wir gleich umschöpfen und das müssen wir jetzt gleich schichten. Gut, dazu grad mal den Herd mal hier abschalten. So, gut. So, hier schon mal die Blätter. Gut, dann wollen wir das mal umschöpfen. Wie schon gesagt, bei mir läuft nicht alles perfekt. Ich bin auch kein 5-Sterne-Koch. Für mich muss es schmecken. Und frisch kochen ist auch kein Hexenwerk. So, die erste Schicht ist gemacht. Gut. Ja. Jetzt kommt die zweite Schicht. Und wie halt schon gesagt, zwischen der ersten und zweiten Schicht kommen Lasagneblätter dazwischen. Und falls ihr Soße übrig habt, kleiner Tipp am Rande, kocht euch normale Nudelscher und macht euch Nudelscher dazu. Um die Reste dann zu verwerten und tut dann den Rest dann ganz einfach kalt stellen. Natürlich erstmal die Masse, die ihr gemacht habt, erstmal so außerhalb vom Kühlschrank ausgekalten lassen. Weil wenn ihr das ansonsten so heiß in den Kühlschrank stellt, macht ihr damit den Kühlschrank kaputt. Weil der muss dann unglaubliche Kraft aufwenden, um das heiße Produkt dann runterzukühlen. So, das kommt jetzt mal auf A-Seite. Das ist mir drin gefallen. Aber macht nichts, ist schon schnell rausgeholt. Schade, dass es jetzt kein Geruchs-YouTube gibt, aber es riecht sehr fein. So.
Wer jetzt ganz wild ist, kann vor, bevor das Oregano drauf kommt, ein bisschen noch mit bevor der Gouda Leisch drauf kommt, kann dann hier zum Beispiel noch ein bisschen Oregano drauf würzen. Weil ich finde Oregano und Käse passt ebenfalls sehr gut zusammen. So, alle, so, da ist es Oregano. Allerdings ist das mit dem Oregano auch Geschmackssache. Ne? Weil auch da auf dem Ecken ist mir ein bisschen vieles drin kommt. So. Da könnt ihr euch dann je nach Geschmack dann entweder noch Oregano drauf machen oder nicht. Auf jeden Fall, was sagt ihr denn zu der fertigen Masse da jetzt? Ich finde, das hat schon was. Und falls ihr meint, dass die Soße da noch ein bisschen zu dünn ist, hier der Blätterteig, da ist Stärke drin. Und Stärke dickt ebenfalls an. Ne? Also bedenkt das, wenn ihr Soßen macht mit Nudelscher oder Auflaufläufer mit Nudelscher. Bedenkt immer daran, dass Nudeln Stärke hat und dass das später auch noch alles andickt. Wenn ihr es zum Beispiel im Ofen macht oder sonstiges. So, schön mit Käse, schön verteilen über die Masse. Und der Käse könnt ihr auch so viel drauf machen, wie es euch auch schmeckt. Es gibt natürlich Käse-Junkies, die brauchen Käse. Deren Lebensmotto ist, mit Käse wird alles besser. So. Und für das, um zu diesem Zustand zu kommen, haben wir jetzt knapp 27 Minuten gebraucht, also knapp eine halbe Stunde. Wir hatten wenig Aufwand, oder? So, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch schon soweit gefallen. Ich esse dann jetzt mal. Ich wünsche euch dann auch einen guten Appetit, wenn ihr später noch essen solltet. Und bis dahin. Oh, crazy.